Einer neuen Folge von Verdure TV. Ich habe hier an meiner Seite Dr. Carsten Ulbricht. Er ist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Diem & Partner hier in Stuttgart. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen gemeinsam abgedreht, Carsten, und wir hatten schon spannende Themen. Ein ganz spannendes Thema, das wir uns jetzt auch heute anschauen, wird das Thema Social Media Guidelines sein. Du bist ja auch Experte, was das Thema Social Media Recht anbelangt und hast da wahrscheinlich auch schon einige Blogbeiträge veröffentlicht. Das Thema ist ja immer so, Unternehmen sind schon mittlerweile recht aktiv im Social Web, aber nicht nur die, sondern auch die Mitarbeiter. Deswegen taucht ja immer so die Frage auf, sollten wir Social Media Guidelines erstellen, um unseren Mitarbeitern auch vorzuschreiben, was sie tun und lassen dürfen? Wann oder beziehungsweise auch warum sollten Unternehmen Social Media Guidelines erstellen? Genau, Social Media Guidelines, Lieblingsthema von mir. Habe ich viel mit zu tun und tatsächlich im Moment auch ein sehr aktuelles Thema, muss man wirklich sagen. Wann sollten Unternehmen das einführen? Also ich würde es zumindest mal unabhängig davon machen, ob ich selber schon aktiv bin in den sozialen Medien, weil eben die Unternehmen feststellen, genau wie du gerade gesagt hast, dass die Mitarbeiter teilweise schon aktiv sind. Social Media Guidelines sollte ich einführen, um Medienkompetenz bei meinen Mitarbeitern herzustellen. Man sieht einfach, dass Mitarbeiter oder Menschen noch nicht gelernt haben, mit diesen sozialen Medien umzugehen, mit dieser Reichweite. Ja, selbst wir, wo wir aktiv sind, lernen da, glaube ich, immer noch dazu. Und Mitarbeiter haben es eben noch viel weniger gelernt. Die fühlen sich bei Facebook teilweise privat. Und es hat schon ganz viele Fälle, auch in Deutschland gegeben, wo Äußerungen von Mitarbeitern in den sozialen Medien entweder dem Unternehmen geschadet haben, beziehungsweise teilweise den Mitarbeitern selbst, ja, weil sie eben mal über den Chef hergezogen sind, wo eben die Frage ist, bin ich da privat oder bin ich da öffentlich? Was darf ich da sagen? Was darf ich nicht sagen, was ist noch von meiner Meinungsfreiheit gedeckt. Wir haben spätestens seit diesem Jahr auch einige Kündigungsschutzverfahren in Deutschland, wo eben Mitarbeiter für ihre Äußerungen bei Facebook gekündigt worden sind. Das kann ich alles verhindern als Unternehmen, wenn ich klare Leitplanken einziehe. Das sollen für mich Social Media Guidelines so ein bisschen sein. Die Mitarbeiter sensibilisieren, um das Unternehmen vor Schaden zu schützen und um die Mitarbeiter vor sich selber zu schützen. Ja. Wie gesagt, gibt noch einen anderen Fall, den hatte ich in der vorigen Folge erwähnt, wo eben dann auch teilweise Mitarbeiter, die es gut meinen mit dem Unternehmen, auf die Idee kommen, das eigene Unternehmen positiv zu bewerten unter irgendwelchen Deckmänteln oder anonym. Und das kann dem Unternehmen auch rechtlich schon sehr schaden. Und da gilt es eben, Social Media Guidelines zu sensibilisieren. Das heißt also, egal welche Größe das Unternehmen hat, man sollte sich grundsätzlich überlegen, wie medienaffin sind meine Mitarbeiter und dann auch entsprechend über Social Media Guidelines nachdenken. Welche Inhalte sollten denn aus rechtlicher Sicht unbedingt da rein? Also das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wer bin ich denn, wie weit bin ich denn. Also typische Inhalte zunächst mal also ein bisschen auch an die Eigenverantwortung der Mitarbeiter appellieren, ihnen klarzumachen, dass sie mit den sozialen Medien auch eine neue Reichweite haben, dass es halt ein Unterschied ist, was ich früher auf dem privaten Grillfest erzählt habe und was ich jetzt in den sozialen Medien erzähle. Das haben manche Leute noch nicht so auf der Agenda. Wie weit meine Äußerungen reichen, das hängt ja teilweise auch von den Datenschutzeinstellungen ab. Auch dafür gilt es, Menschen einfach mal zu sensibilisieren und bewusst zu machen, dass vieles von dem von der Grundeinstellung erstmal öffentlich ist, dass ich das zwar anders einstellen kann, aber die sozialen Netzwerke wollen ja was anderes. Dann natürlich ganz viele rechtliche Themen, also die Frage, wie gehe ich mit Inhalten in Urheberrechte, Datenschutzrechte, wie ist es mit vertraulichen internen Informationen? Auch da kommen teilweise Experten einfach mal ins Plaudern in irgendwelchen Foren, weil sie eben auch ihr besonderes Know-how preisgeben wollen. Und dafür gilt es, wie gesagt, zu sensibilisieren und den Mitarbeitern das klarzumachen, aber auch viel weiterreichend. Da muss man schauen, wie weit ist mein Unternehmen wirklich schon. Möchte ich Social Media auch am Arbeitsplatz während der Arbeit zulassen? Was hat das für Folgen? Bisher haben viele Unternehmen eine Richtlinie zur Nutzung des Internet. Ja, die sagt in der Regel, die private Nutzung des Internet ist verboten. Ja. Da den nächsten Schritt Social Media Guidelines, das miteinander zu vereinbaren und einen konsequenten Weg zu gehen, das sollte im Prinzip in Social Media Guidelines dargestellt werden. Okay, angenommen, wir haben jetzt für ein Unternehmen schöne Social Media Guidelines erstellt. Wie können die rechtswirksam auch eingebunden werden? Also müssen die Mitarbeiter die nochmal extra unterschreiben oder wie sieht das aus? Also es gibt derzeit unterschiedliche Ansätze in Deutschland. Also natürlich viele Unternehmen scheuen im Moment noch klare Ansagen zu treffen, nach meiner Wahrnehmung, machen dann so unverbindliche Handlungsempfehlungen à la Think Before You Post und achten Sie Recht und Gesetz. Womit keinem so richtig gedient ist nach meiner Wahrnehmung. Also wenn ich meine Mitarbeiter sensibilisieren will, wenn ich ihnen Leitplanken geben will, dann sollte es ein bisschen mehr sein. Auch nicht die 95 Seiten Social Media Guideline der Stadt Hamburg, das ist dann vielleicht ein bisschen too much. Also irgendwo so zwischendrin, glaube ich, liegt die Wahrheit.
einführen, wie gesagt, kann ich unterschiedliche Art. Viele gehen unverbindliche Handlungsempfehlungen. Wir haben es teilweise auch schon für Unternehmen als formale Betriebsvereinbarung gemacht, wo man es eben wirklich mit dem Betriebsrat auch ausverhandelt. Teilweise wird es Social Media Guidelines geben, die sogar mitbestimmungspflichtig sind. Also man muss immer schon auch schauen, vielleicht muss ich sogar den Betriebsrat einbeziehen im Erstellungsprozess. Da muss man genau hinschauen, wenn es denn einen Betriebsrat gibt. Ansonsten, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das waren jetzt die beiden Extrema. Im Prinzip unverbindliche Handlungsempfehlung, formale Betriebsvereinbarung. Ansonsten entweder als Ergänzung zum Arbeitsvertrag, teilweise auch als Ergänzung oder als Konkretisierung des Direktionsrechts. Da darf der Arbeitgeber sagen, wie der Arbeitnehmer seine Arbeit auszuführen hat. Ob ich das alles verbindlich machen darf, das ist ja die nächste Frage, was darf ich eigentlich verbindlich vorschreiben, hängt natürlich auch von den Inhalten ab. Mhm. Ja, also, aber das würde sicherlich gehen, so wie du es gesagt hast, die unterschreiben lassen, zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Dann muss ich aber aufpassen, dass ich auch wirklich nur Dinge verbindlich regle, die ich verbindlich regeln darf. Mhm. Also man sieht, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Okay, diesen Rattenschwanz hast du bestimmt auch in deinen Blogbeiträgen noch mal ein bisschen weiter ausgeführt. Wo finden wir die? Also unter recht20.de, also gerade Social Media Guidance, habe ich wirklich super viel geschrieben. Auch schon zum sehr frühen Zeitpunkt habe ich mal eine dreiteilige Beitragsreihe geschrieben. Da war das hier in Deutschland noch gar kein Thema. Zwischenzeitlich auch viele Erfahrungswerte, auch viele Hinweise, wie wir es bei verschiedenen Unternehmen umgesetzt haben. Im Blog findet man sicherlich noch einiges dazu. Mhm. Wenn Sie selber Social Media Guidelines einführen wollen, können Sie sich auch mit Ihren Fragen gerne an uns oder auch von rechtlicher Seite an den Dr. Carsten Ulbricht wenden. Wir freuen uns natürlich über jegliche Kommentare zu unserer Videoreihe und wenn Fragen auftauchen, auch gerne unten in der Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.